6 Punkte und 6:0 Tore, das ist die Bilanz des 1. FC Bad Kötzing an Ostern. Sowohl in Schierling als auch im Heimspiel gegen den TSV Karet Lappersdorf blieb das Team von Trainer Jan Welkowski siegreich. Ja, toller Erfolg. Also wichtig war, dass haben wir die 3 Punkte bestätigen aus Schierling, weil das war ganz wichtig. Wir haben gut schon in Schierling gespielt, also das war ganz wichtig, dass auch den Heimsieg haben wir die 3 geholt. Also können wir jetzt viel, viel besser atmen. Dem 2:0 am Samstag in Schierling folgt am Montag ein klares 4:0 gegen Karet Lappersdorf. Damit klettert Bad Kötzing auf Platz 10 in der Tabelle der Landesliga Mitte und hat jetzt erstmal einen Sicherheitsabstand von 3 Zählern auf den ersten Relegationsrang. Atmen, wie gehört, ja, richtig durchschnaufen, aber noch nicht. Ja, also wir müssen sich konzentrieren, jetzt nächste Heimspiel. Ja, das müssen wir wieder punkten, weil es ist nichts jetzt für uns sicher. Also müssen wir weiter so spielen, kämpfen, einfach spielen, ja, und jedes Spiel zum anderen langsam gehen. Sollte am kommenden Samstag gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schwarzenfeld eine ähnlich konzentrierte Leistung gelingen wie gegen Karet Lappersdorf, dann ist der nächste Dreier wohl nur Formsache und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder Karet Lappersdorf, also wieder hinten dran. Und nächsten Samstag hoffen wir, dass wir nachlegen können. Ich denke, das ist eigentlich ein Pflichtsieg. Und hoffen wir, dass wir halt jetzt dann schon langsam mal ins gesicherte Mittelfeld kommen. Christian Faschingbauer steht ein bisschen stellvertretend für den Aufschwung bei den Badstädtern. Mit einem Doppelschlag in der 45. und 48. Minute zum 2 bzw. 3:0 war er maßgeblich am klaren Sieg gegen Lappersdorf beteiligt. Ja, war auch wichtig, auch für ihn. Hat jetzt 3 gute Spiele gemacht, aber kein Tor hat geschossen. Heute 2, also ja, ist ein guter Weg ist jetzt. Also das Spiel war wieder mal super, finde ich. Es war geschlossene Mannschaftsleistung und natürlich für mich auch wieder persönlicher Erfolg, dass ich endlich nach einer langen Durststrecke wieder mal getroffen habe. Die anderen beiden Treffer steuerte Torjäger Martin Pscholawetz bei, der wie schon in Schierling nun auch gegen Lappersdorf doppelt traf. Zwischendurch gab es noch ein bisschen Aufregung, als Schiri Maximilian Alkofer unmittelbar nach Faschingbauers 2:0 den Gästen einen umstrittenen Elfmeter zusprach. Das Foul eigentlich klar außerhalb, trotzdem gab Strafstoß. Die Aufregung aber umsonst, Torhüter Petr Mulac bestätigte seinen Ruf als Elfmeterkiller und trug so seinen Teil zum Sieg bei. Ja, ob wahr oder nicht, ist egal. Wichtig war, dass der Petr Mulac hat gehalten, sonst bei 2:0 direkt auf 2:1 kann das ganze Spiel ganz anders sein. Also das war ganz wichtig, das war 2:0, dann haben wir direkt nach zweiter Halbzeit 3:0 gemacht und das war, glaube ich, der wichtigste Punkt dann. Seit Ex-Spieler Welkoborski das Ruder bei den Rot-Blauen übernommen hat, geht es fast stetig bergauf. In der Vorrunde noch ein Abstiegskandidat, schickt sich der Traditionsklub nun an, sich ins gesicherte Mittelfeld zu verabschieden und damit die letzten 9 Spieltage nicht zu einer Zitterpartie werden zu lassen. Ich finde, wir haben heute alle super gespielt, geschlossene Mannschaftsleistung, super, alles perfekt. So darf es weitergehen. Der 1. FC Bad Kötzing bleibt damit in den 4 Spielen nach der Winterpause ungeschlagen, holte 3 Siege und ein Remis. In dieser Form dürfte ein weiteres Jahr Landesliga absolut kein Thema sein.